Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur letzten Plenarsitzung in diesem Jahr. Vor Weihnachten freue ich mich, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, dass wir gemeinsam diesen Tag gut bestehen. Es sei Friede auf Erden, und deshalb stelle ich die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind nur noch wenige Punkte offen. 9, 11 bis 19, 22, 23, 31 bis 39 und 41. Es ist allerdings noch eingegangen ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung trägt Sorge für einen zügigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main. Das ist die Drucksache 19/4327. Die Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Das wird Top 43 und kann mit 23 aufgerufen werden. Außerdem ist eingegangen dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend keine Wiedereinführung der Optionspflicht im Staatsangehörigkeitsrecht. Drucksache 19/4328. Dringlichkeit wird auch hier bejaht. Das wird Top 44 und kann nach der Aktuellen Stunde nach Top 33 aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Sind wir auch einig? Gut. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. 5 Minuten, das weiß jeder. Vor dem Top 31 wird die Frage Nummer 688 aus der Fragestunde vom Dienstag gestellt und beantwortet werden. Ein dringlicher Entschließungsantrag der SPD wird dann, wie eben gesagt, nach dem Top 33 aufgerufen. Es fehlen heute entschuldigt ab 15 Uhr. Geben Sie sich einmal Mühe, können wir fertig sein. Der Ministerpräsident Volker Bouffier ab 15 Uhr, die Frau Staatsministerin Lucia Buttrich ganztägig, die Frau Staatsministerin Hinz ab 16 Uhr. Bleibt sie hier, das ist umso besser. Also, sie bleibt bei uns, dann können wir das auch hier rausnehmen. Sie bleibt da, geht erst morgen Mittag fort. Dann haben wir Staatsminister Dr. Schäfer bis 13 Uhr entschuldigt. Und von den Abgeordneten ist der Kollege Dieter Franz entschuldigt und der Kollege Tobias Utte. Gibt es noch? Was haben wir noch? Der Kollege Siebel ist für heute entschuldigt. Kollege Michael Siebel ist entschuldigt. Halten wir noch fest. Kollege Merlino. Der Kollege Meißner ist krankheitsbedingt entschuldigt. Und der Kollege Meißner ist entschuldigt, halten wir auch fest. Das waren die Entschuldigungen zum Thema Ausschusssitzung. Heute kommt der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst zu Beginn der Mittagspause im Sitzungsraum 204M zusammen. Und ich weise Sie darauf hin, dass auf Ihren Plätzen ausgelegt ist die Information und Bilanz über die Saison 2016 unserer Fußballmannschaft. Ich hatte ja in der letzten Sitzung darauf hingewiesen, dass wir uns wieder große Meriten erworben haben. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn wir antreten, gewinnen wir. Wenn wir Pech haben, verlieren wir. Aber wir sind meistens dabei. Es ist also eine Mannschaft, auf die wir gemeinsam stolz sein können. So, dann, ja.